Treffpunkt Freizeit steht wieder auf dem Programm. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Den Auftakt macht heute unsere aktuelle Reihe, das Kaffee-ABC. 6 Wochen lang gibt es dabei nützliche Tipps rund um das beliebte Heißgetränk. Also, hier kommt Teil 2 für Sie. Coffee Friends. Regional, saisonal, original. Präsentiert das Kaffee-ABC. Ja, und mit unserem Teil 2 des Kaffee-ABCs werden wir wieder viel über die Welt des Kaffees lernen. Heute mit dem Thema Espresso oder Kaffee. Ja, unsere Expertin ist wieder Frau Röse. Wo liegen denn die genauen Unterschiede der beliebten Bohnen? Ja, bei der Espresso-Bohne ist es so, die ist optisch ein bisschen dunkler wie die Kaffeebohne. Das liegt daran, dass die Espresso-Bohne länger geröstet wird und bei einer geringeren Temperatur. Und somit wird der Kaffee, was es ja eigentlich ist, etwas stärker vom Geschmack. Mhm. Ist ja auch sehr beliebt, beides natürlich, aber der Espresso auch gerade nach dem Essen und so als Wachmacher. Ist da wirklich so viel zu merken oder bilden sich das die Kaffeeliebhaber nur ein? Nein, es ist wirklich viel zu merken, weil man ja gerade für eine Tasse Espresso genauso viel an Menge Kaffee nimmt oder in dem Fall Espresso nimmt wie für eine Tasse Kaffee, aber wesentlich weniger Wasser. Und deshalb ist es klar, es ist einfach stärker und man hat deshalb mehr Koffein und wird deshalb wacher. Mhm. Merken Sie da auch was bei der Entwicklung des Konsums? Ist es einfach immer beliebter, der Espresso, oder nach wie vor auch der Kaffee? Nach wie vor ist der Kaffee sehr beliebt bei den Deutschen, gerade zum Frühstück, aber der Espresso ist schon immer mehr im Kommen. Also wir merken das auch hier, dass immer mehr auch schon morgens kommen und nehmen ihren Espresso und nicht nur nach dem Essen. Vielen Dank für heute und das war dann auch Teil 2 unseres Kaffee-ABCs. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Coffee Friends. Regional, saisonal, original. Präsentierte das Kaffee-ABC. Ja, und von den wärmenden Getränken kommen wir nun zur Bewegung an der frischen Luft. Wir stellen Ihnen heute den brandneuen AOK-Gesundheitsparcours in Buchenberg vor. Letzten Sonntag war die offizielle Eröffnung und diesen Termin haben wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Später in der Sendung sehen Sie auch noch alles Wissenswerte rund um den Parcours. Gemeinsam aufwärmen. Das war der erste Programmpunkt bei der AOK-Parcours-Eröffnung in Buchenberg-Eschach. Allerdings leitete das Warm-up nicht irgendwer. Nein, die Stargäste Rosi Mittermeier und Christian Neureuter bereiteten die rund 300 Besucher auf die Strecken vor. Denn nur wenige Minuten später wollten Teilnehmer wie Ehrengäste in dreierlei Gruppen auf die neuen Routen im Nordic Walking Parcours gehen. Doch vorher war noch die feierliche Eröffnung dran. Und darüber freuten sich unter anderem auch die Profis, die bereits seit vielen Jahren walken. Ja, weil es eine sanfte Sportart ist und das Wichtigste ist, dass wir gesund bleiben. Und wir haben festgestellt, dass so viele Menschen auch viel Spaß kriegen und dass wir die aus der Couch rausholen oft und dass sie dann eben in diesen Sport einsteigen und dabei bleiben. Und das ist eigentlich so erfreulich dran. Wir haben in Deutschland das große Problem, dass sich die Menschen zu wenig bewegen und über eine sanfte Bewegung im aeroben Bereich, genau wie man es beim Nordic Walking macht, wo man sich noch unterhalten kann, da hat man den besten Gesundheitseffekt und kann eigentlich die großen Volkskrankheiten alle damit präventiv oder man kann ihnen vorbeugen, Osteoporose, Diabetes, Herz-Kreislauf, Demenz genauso, gibt es Untersuchungen, inzwischen auch das ganze Thema mit Krebs. Alles ist durch die Bewegung entweder zu therapieren oder man kann eben präventiv dran arbeiten. Und es macht Spaß, man kommt gemeinsam nach Hause, alle sind fröhlich und meine Frau und ich, wir duschen danach gemeinsam, weil wir gemeinsam nach Hause kommen. Also auch dieser Effekt, den darf man nicht unterschätzen. Nun konnte es losgehen. Die Strecken wurden eröffnet, die Gruppen aufgeteilt und eingewiesen. Bayernweit ist es der 25. AOK-Parcours. Jede Route ist als Rundkurs ausgeschildert. Und selbst an tiefster Stelle liegen die Routen auf 1000 Höhenmetern und bieten daher ein Dauerpanorama sowie viel Abwechslung. Mit einigen Sponsoren und der Gemeinde Buchenberg auf den Weg gebracht, soll der Nordic Walking Parcours ein Erlebnis für jedermann werden. Wir haben uns für Buchenberg entschieden, weil wir die landschaftlichen Reize des Oberallgäus an dieser Stelle ausnutzen wollten. Alle Strecken führen über vorhandene Wanderwege, führen über Höhenwege, befinden sich im Wald. All das, was man für Spaß an Bewegung braucht. Ja, und dieser Spaß an der Bewegung soll auf klein und groß überspringen. Bei der Eröffnung am Sonntag klappte dies bereits sehr gut. Nordic Walking zeigte sich als geselliger Trendsport für jedermann. Wir haben nun wie immer die Treffpunkt-Infos für Sie. Und danach sind wir zurück hier am AOK Nordic Walking Parcours.
Das weiß-blaue Logo Allgäu ist nun offiziell eine geschützte EU-Marke. Das hat der Geschäftsführer von Allgäu Marketing, Bernhard Joachim, nun bei einem Pressegespräch verkündet. Das Logo soll als Dachmarke eingesetzt werden und den Tourismus fördern. Schon dieses Jahr ist das Logo auf 33 Millionen Produkten und Zeitschriften zu sehen. Plakate und Websites sind dabei nicht mitgerechnet. In Zukunft ist nur noch zu klären, ob die Marke für Qualität oder für Herkunft steht. Der alte Steinbruch an der Schanz bei Burgberg gehört nun zu den schönsten in Bayern. Das hat das Bayerische Landesamt für Umwelt entschieden. Deshalb hat Albert Göttle, Präsident des Bayerischen Landesamtes, der Gemeinde Burgberg das Geotop-Gütesiegel in Form einer Informationstafel übergeben. Der Aufbau der Gesteinsschichten hat Millionen von Jahren gedauert. Von 3.100 ausgezeichneten Geotopen in Bayern, so Experten, sei dieser Aufbau hier am besten zu sehen. Insgesamt 85 Geotope wurden im Oberallgäu prämiert. Auf diese Weise soll der Tourismus gefördert werden. Die Umstyling-Aktion Neu gestylt in den Sommer ist gestartet. TV Allgäu Nachrichten und Partner machen bei 4 Kandidaten eine typgerechte Umgestaltung. Dazu gehören ein Besuch im Friseur sowie Kosmetikstudio, eine Mani- und Pediküre sowie ein komplett neues Outfit. Bewerben Sie sich jetzt. Die Infos dazu finden Sie unter www.tv-allgäu.de. Nach einem durchwachsenen Vormittag zeigt sich der Samstagnachmittag unbeständig und kalt. Die Temperaturen liegen bei etwa 15 Grad. Der Sonntag bietet sich an, um zu Hause vor dem Fernseher die Fußball-WM zu verfolgen. Es bleibt verregnet und die Temperaturen erreichen nur noch kühle 12 Grad. Pünktlich zum Sommeranfang am Montag bessert sich das Wetter langsam. Die Sonne zeigt sich wieder häufiger und die Temperaturen steigen auf bis zu 16 Grad an. Am Dienstag bleibt es sonnig und warm. Im gesamten Allgäu werden Temperaturen von 16 Grad erwartet. Am Bodensee klettert das Thermometer sogar auf angenehme 18 Grad. Ja, wir sind zurück am AOK Nordic Walking Parcours in Buchenberg und werden nun mit einer Expertin die Routen einmal etwas genauer vorstellen. Mit einem kleinen Überblick rüsten wir uns für den Walking Parcours. Gabi Schertler führt mich als Expertin heute in die Welt des Walkens ein. 3 Strecken gibt es hier insgesamt. Die Fitnessroute mit 12,7 Kilometern, die Vitalrunde mit 8,3 und für Einsteiger mit 3,5 Kilometern die Jungbrunnenroute. Den Auftakt aller 3 Pfade macht eine Technikeinführung. Und genau die schauen wir uns nun einmal genauer an. Mit ein paar Übungen machen wir uns aber erst einmal warm. Das Wichtigste für den Anfang sind dann die Stöcke. Sie sollten etwa bis zur Höhe des Bauchnabels reichen. Mit den Schlaufen an der Hand kann es dann losgehen. Ja, Frau Schertler, wir sind jetzt die ersten Meter schon gegangen. Und man sieht hier diese Tafeln überall. Was hat es denn damit auf sich? Also die kleine Tafel hier, die stellt einfach die Routen vor. Das heißt, wir sind jetzt hier auf allen 3 Routen, auf der Strecke für alle 3 Routen. Es gibt die Jungbrunnenroute für Einsteiger, die Vitalroute für Fortgeschrittene und die Fitnessroute für richtig gute, konditionierte Sportler. Und oben ist die Technikroute, die wir haben 7 Tafeln, 7 Steps nach der Alpha-Technik, die vorgestellt werden. Alpha steht für, also das A für die aufrechte Körperhaltung, das L für langer Arm, das F für flacher Stock und A für angepasste Schrittlänge. Und die 7 Steps, da geht es einfach um diese Technik zu verfeinern. Und wir stehen hier an Step 2, wo es um die ersten Erfahrungen geht. Ah ja, wunderbar. Dann lerne ich auf jeden Fall noch viel dazu. Bei jedem der 7 Technikschilder gibt es einen neuen Themenaspekt. Dabei geht es nicht nur um grundlegendes Können, sondern auch um mehr Effektivität beim Walken. Der richtige Stockeinsatz, ein aufrechter Blick, das korrekte Fußabrollen, alles will gelernt sein. Jetzt laufen wir ja aber nicht mit Doppelstock, sondern Kreuzkoordination. Das heißt, es geht dann weiter, hinten ist die Hand offen, vorne geschlossen und das machen wir schön abwechselnd. Und
Die Stockspitzen schauen immer nach hinten, wenn man einen flachen Stock hat. Genau. Ja, wir sind jetzt bei Step 5. Hier geht es um die Bewegungsspielräume. Mhm. Und das Besondere am Nordic Walking ist, dass man durch die langen Arme und langen Schritte einfach große Bewegungsspielräume hat. Und je größer der Bewegungsspielraum ist beim Nordic Walking, umso besser ist es auch für den Rücken und für den Oberkörper. Die AOK bietet hier im Parcours regelmäßige Walking-Gesundheitskurse an. Aber natürlich kann künftig auch jeder selbstständig die neuen Routen begehen. Variationen des Nordic Walkings werden auf der Technikrunde ebenfalls erklärt. Nach den 7 Tafeln sucht sich dann jeder die richtige der 3 Routen für sich heraus. Ja, Frau Schertler, jetzt gehen wir ja die Jungbrunnenroute heute, die Anfängerrunde. Sie haben aber schon gesagt, Nordic Walking ist heutzutage was für jedermann bis hin zu den Profis. Was macht denn für Sie den Reiz aus? Also man kann wirklich Nordic Walking mit Jung und Alt durchführen. Das Angebot ist sehr vielseitig. Es liegt viel am Kursleiter. Was bietet er den verschiedenen Zielgruppen an? Und wir sind in der Natur. Dieses Naturerlebnis ist auch ein ganz, ganz großes Plus. Und wir haben viel Sauerstoff. Das ist natürlich für das Herz-Kreislauf-System sehr gut, für die Versorgung von der Muskulatur und vom ganzen Körper. Und ich denke, das Naturerleben ist wirklich auch was ganz Tolles. Genau, das finde ich auch. Ich freue mich auf den Rest der Route. Okay. Nordic Walking. Eine Sportart mit vielen Facetten. Und dazu bietet der AOK-Parcours in Buchenberg-Eschach ein ideales Gelände, um einfach einmal drauf loszulaufen. Ja, und das war Treffpunkt Freizeit für heute. Ich freue mich auf Sie beim nächsten Mal. Bis dahin, für Gott und auf Wiedersehen. Unsere heutige Gewinnfrage lautet: Wie viele Kilometer hat die Jungbrunnenroute im neuen AOK Nordic Walking Parcours? Wenn Sie die richtige Antwort wissen, sprechen Sie auf unseren Anrufbeantworter unter der Telefonnummer 0831 206 5713 oder Sie mailen uns an gewinn@tv-allgäu.de. Zu gewinnen gibt es dieses Mal Sommerurlaubslektüre für die ganze Familie von der Buchhandlung Pröbster in Kempten. Einsendeschluss ist der kommende Montag um 18 Uhr. Die genauen Teilnahmebedingungen finden Sie auf unserer Webseite unter www.tv-allgäu.de. Viel Glück beim Mitmachen!